Heute nehme ich euch mit auf eine spannende vierstündige Wildlife-Dschungel-Safari-Tour in Nepal. Meine Tour begann mit einer aufregenden sechsstündigen Busfahrt von Kathmandu zum Chitwan-Nationalpark. 36 Grad im Bus, kein Fenster lässt sich öffnen, kein Trinkwasser. Wir hatten Luxusbus gebucht mit Wi-Fi, was eh nicht funktioniert. Wir hatten unbegrenzt Wasser gebucht und Klimaanlage, nichts funktioniert. Die Einheimischen haben auch Stress gemacht, selbst denen ist zu heiß. Und ja, mal schauen, wie es weitergeht. Die Jeep-Safari war ein echtes Abenteuer. Trotz der unbequemen Sitze und der fehlenden Federung, die mein Gesäß ordentlich beanspruchten, war es faszinierend. Doch der Höhepunkt, einen Tiger zu sehen, blieb mir leider verwehrt. Der nächste spannende Teil der Tour war ein Kanuausflug auf dem Fluss. Hier konnte ich exotische Vogelarten und sogar Krokodile aus nächster Nähe beobachten. Bring mir Bier. Am Ende der Tour besuchten uns einige Elefanten. Meine Videokamera interessierte das beeindruckende Tier sehr. Wusstet ihr, dass Elefanten bis zu 6000 Kilogramm wiegen können und eine Lebenserwartung von bis zu 70 Jahren haben? Um nicht zu überhitzen, wedeln Elefanten mit ihren großen Ohren und geben so Körperwärme an die Umgebung ab. Super angenehm, wenn er mir die Luft zu fächert. Ich wünschte, ich könnte das auch. Die Tour kostete 170 Euro. 10 Meter von mir ein Nashorn. Kurz vor dieser Safari erlebte ich noch etwas ganz Besonderes, einen Rundflug über den höchsten Berg der Erde. Das Video dazu könnt ihr hier anschauen.